Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele Michael Myers. Und ich nutze heute die Perks Geflüster, Ruin, Niemand entrinnt dem Tod. Und beobachten und zuschlagen. Und da haben wir schon das erste Opfer gefunden. Das erste Opfer mit No Mither, okay. Kein Gejammer. Die ist mir jetzt schön in die Arme gelaufen. Aber vielleicht hat sie auch irgendwie ein Pirkrad gedreht oder was weiß ich. Oder sie versucht irgendwas Verrücktes. War da jemand? Nein, das war bloß ein Totem. Hier, die Infinite ist zu. Das ist schön. Okay, die erste hängt. Dort hinten kracht der Generator. So, unser Totem steht dort direkt beim Generator. Danke, Mac. Lass mich dich stalken. Hab ich dich einmal. Okay, die No-Mither-Dame wurde gerettet. No-Mither. So, Mac. Lauf. Lauf. Und gib mir Power. Schade. Dort ist ja wieder die Claudette. War das Dead Heart? Ist jetzt ein bisschen fies, dass ich mir sie hole, aber sie ist mir halt direkt in den Arm gelaufen. Da schnappe ich mir sie natürlich. Okay, die Mac sitzt drin und plündert eine Truhe. Claudette kommt wieder an den Haken. Zack. Dort hinten ist der erste Gen an. So, jetzt heilt sich die Mac dort. Wieder durchs Fenster. Durch das Fenster. Dort vorne ist keine Palette. Maximal noch eine bei der Claudette. Aber dorthin kommst du nicht. Okay, das war's mit Ruin. Aber hey, wir haben jetzt, wenn wir die Mac aufhängen, 3 Haken generiert. Ich finde, da hat Ruin schon so ganz gut seinen Job erledigt. So, die rennen beide weg. Mac hängt. Zack. Sind die Spuren wieder zurückgegangen? Tatsächlich. Dort läuft sie. Die Infinite ist nicht offen. Hab ich dich? So, du kommst auch an den Haken. Jetzt können sie die Mac retten. Aber ich schau gleich nochmal hin, ob wir nicht dort nochmal jemanden erwischen können. Perfekt, es wurde gerettet. Ach Mann, die waren beide verletzt. Aber komm, du hast gerettet. Die Mac habe ich nicht getunnelt. Wenigstens das habe ich nicht gemacht. So, du kommst an den Haken und bist tot. Ah, nur Mither ist halt... Es erfordert einem einiges ab. Also es macht das Spiel für einen als Überlebenden deutlich schwieriger. Und... Ja, man ist seinem Team dann auch so ein bisschen... ich hab gestalkt, aber wo? Ich hab gerade +1 auf Stalker bekommen. Hier muss jemand sein. Oder hier war jemand, der gerettet hat. Und war das direkt hochgeheilt? Hallo?
Wo ist sie lang? Hier hinten lang? Hab ich dich? Wenigstens hat sie mich noch ordentlich stalken lassen. So, Palette weg. In dem Gebiet hier hinten sind eigentlich relativ wenige Paletten übrig. Es bleibt nur noch dieses unsichere Fenster beim Shop. Und dann das andere Fenster, aber dort ist keine Palette mehr. Dort ist keine gespawnt. Die Palette direkt beim Shop ist weg. Jetzt die Palette auch noch weg. Das heißt, dieses Gebiet ist ziemlich gefährlich für die Überlebenden. Wie zum Beispiel, wie für Mac. Ach, da war gar kein Fenster. Hallo? Und da wurde gerettet. Sie sind dort oben lang, dort ist die Nia. Zack. War hier jemand? Okay, es sah gerade so aus, als würde hier irgendwie ein Arm hervorlupen. Aber, naja, manchmal sieht man mehr, als eigentlich da ist. Okay, ich könnte mir vorstellen, dass sie trotzdem noch irgendwie in der Nähe sind. Zack. Aber ich glaube, solange ich hier in Phase 3 rumlaufe, werden die sich nicht zu erkennen geben. Nope. Auch niemand im Schrank. So, ich schaue nochmal ganz kurz hier hin und versuche ein bisschen zu stalken. Aber nein. Die sind, wie gesagt, glaube ich, in die Richtung gelaufen. Dort ist die... Das sind ja beide. Hallo, Claudette. So, Mac ist tot. Hab ich dich? So, die Palette muss ich wegmachen. Ansonsten kann die mich noch hier ewig hinhalten. Und hab ich dich, Claudette. So, jetzt steht nur noch die Nia. Das Problem ist, jetzt kann die Nia sich sagen, okay, Claudette ist mir egal. Ich spiele wegen der Hatch. Also ich spiele auf die Hatch. Und sie gar nicht erst retten, um so zu entkommen. Aber ich hoffe einfach mal, dass sie ein wahrer Teammate ist. Und versucht, die Claudette zu retten. So, wo ist sie? Ich glaube, sie ist in die Richtung gerannt, um die Mac zu retten. Nein. Dort oben sitzt sie auch nicht. Der Generator geht noch zurück. Okay, durch Beobachten und Zuschlagen habe ich einen so kleinen Terrorradius, dass sie mich nicht hören kann. Aber gut, sie hat sich irgendwie hier vorbeigeschlichen. Okay, und jetzt hier hinter den Hügel lang. Ach, komm schon. Ich lass dich liegen. Diese Spuren waren gerade frischer. Die Nia muss hier irgendwo in der Nähe sitzen. Nein. Aber wieso versteckt sich denn niemand im Schrank? Das ist so ein super gutes Versteck, ja? Versteckt euch mal mehr im Schrank. Oh, da vorne. Okay, wir jagen sie so, dass sie... Wenn ich die Palette kaputt mache, nicht die Inside der Map hat. Ah, da hat sie gut mich ausgetrickst. Oh! Mich hast du auch erschreckt, Nia. Mich auch. Hab ich dich. Okay, da habe ich gar nicht meine Phase 3 gebraucht. Sie ist mir ziemlich in die Arme gelaufen. So, mal sehen, wo die Claudette hingekochen ist. Im Zweifel bekommt sie sogar die Hatch, weil ich sie jetzt liegen gelassen habe. Ich hoffe einfach mal, dass sie nicht so glücklich ist und die Hatch direkt neben ihr spawnt. So. Sie war hier hinten.
als ich sie niedergemacht habe. Geflüsterst aus. Geflüsterst aus. Diese Richtung. Geflüsterst aus. Hab ich dich. Ach, schade, dass sie erwischt hat am Ende. Ich glaube, die Nomither Claudette hätte sich gefreut, wenn sie mal geslackt worden wäre. Naja. Nomither ist halt so eine Sache. Das hat mir jetzt das Spiel extrem erleichtert. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich nur gewonnen habe, weil Nomither, weil ein Überlebender sich entschlossen hat, mit Nomither zu spielen. Aber, ja, wie gesagt, ja, kein Giyama-Perk. Der macht es einem schon deutlich schwerer als normal. Niemand ist im Dronnen. Gnadenloser Killer. Das müsste ein Double Pip geben. Jo. Daily auch geschafft. So, GG. Wollen wir doch mal schauen. Okay, Jäger habe ich nur Silber. Aber die Jäger-Kategorie, die ist irgendwie ziemlich schwer mit dem Killer zu bekommen. Wenigstens die anderen alle schillernd. So, was hatten wir hier für Überlebende? Ja, durchschnittlich eigentlich so mein Rang. So. Nun bitte. Was wollte die eigentlich machen? Wahrscheinlich irgendwie schneller reparieren. So sieht der Bild zumindest aus, aber klappt wie gesagt nicht immer. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!